Moin Community und willkommen im Brettspielzimmer. Heute zu einem Solo-Let's Play von Architekten des Westfrankenreichs, inklusive der Erweiterung Ära der Handwerker. Wer noch nichts zu Architekten des Westfrankenreichs kennt, schaut sich, denn die benötigt ihr auch für diese Erweiterung. Zusätzlich habe ich auch für Ära der Handwerker, jetzt kommen wir zur Solo-Erklärung von Ära der Handwerker. Der Spielaufbau ist erstmal identisch. Zusätzlich platzieren wir die neue Zunfthalle und die neue Schwarzmarktkarte auf das Spielbrett. Wir mischen die neuen Lehrlingskarten ins Deck und die neuen Gebäudekarten. Zusätzlich werden die Handwerkskarten gemischt und 4 offen hingelegt. Ich bekomme die Handwerksfigur. Sie ist etwas größer als die Arbeiter. Dann gibt es noch eine neue Übersicht. Die platziere ich neben mein Spielertableau. Ich spiele wieder gegen Konstantin. So, dann, was auch noch neu ist, man darf sich in umgekehrter Reihenfolge einen Handwerker aussuchen. Ich wähle mir ihn direkt zum Start aus. Soforteffekt, eine Tugend hoch. So, das war der Aufbau von Ära der Handwerker. Jetzt kommen wir zu den Regelerklärungen. Vorher fülle ich aber den Lehrlingsmarkt auf. Wie schon erwähnt, die Mehrspieler-Regelerklärung habe ich schon online. Jetzt gibt es nur die Solo-Player-Regelerklärung. Das Solospiel wird auf gleicher Weise wie im Grundspiel aufgebaut. Habe ich euch ja schon erzählt, mit den zusätzlichen Erweiterungen. Unser Gegner Konstantin spielt mit einer Ausnahme wie auch im Grundspiel. Denn jedes Mal, wenn er einen Arbeiter in die Zunfthalle legt, folgt er nicht nur den Anweisungen auf dieser Karte, sondern fertigt auch eine Verzierung. Wir haben hier oben die Handwerker, oben sind Verzierungen, unten sind Werkzeuge. Er setzt hier immer nur einen Arbeiter ein, nicht wie ich, dass ich einen Arbeiter auf einen Arbeiter setze und nimmt sich die Verzierung und packt sie sich vor sein Spielertableau. Er benötigt dafür keine Häuser bzw. Gebäude. Wir Spieler benötigen für Verzierung immer Häuser. Und für Werkzeuge immer Personen. Wenn Konstantin diese Verzierung nimmt, tritt der Soforteffekt nicht in Kraft. Für ihn zählen immer nur die Siegpunkte. Und er wählt immer den Handwerker mit den meisten Siegpunkten aus. Sollte es da ein Unentschieden geben, werden die Karten gemischt und eine zufällige Karte wird dann hier hingelegt. Dann wird immer Ersatz aufgedeckt. Zusätzlich zu den normalen Siegpunkten bekommt er dann noch die Siegpunkte der Verzierung. Das waren die ganzen Regeländerungen. So, schauen wir mal, ob ich diesmal Konstantin besiege. Legen wir mit dem Let's Play los. Auf geht's! Ich habe 5 Gebäudekarten gezogen und muss davon 3 behalten, beziehungsweise darf. Sehr, sehr teuer. Auch sehr teuer. Auch sehr teuer. Ich schmeiße die teuersten ab und die 3 behalte ich auf der Hand. Der Handwerker zählt, wenn ich ihn das erste Mal irgendwo reinstelle, wie 2 Arbeiter. Also bekomme ich 2 Steine. Konstantin ist dran, Zunfthalle. Platziert ein, rückt einen hoch, rückt hier einen hoch und entsorgt die oberste Belohnung. Und wählt diese oder diese Karte. Hat schon fürs Spielende 3 Siegpunkte gerade generiert. Platziere hier ein, bekomme jetzt 2 Steine. Beim zweiten Move zählt er dann nur noch als ein Arbeiter. Konstantin. Wachhaus. Er kann nichts machen, also bin ich wieder dran. 2 Leben. Konstantin ist dran, stellt ein Männchen auf den Marktplatz. Er bezahlt ein Geld. Ich packe hier wieder einen hin. 2 Leben. Konstantin. Königliches Lager. Und er steigt einen auf. Ich nehme mir ein Gold. Und Konstantin ist dran. Marktplatz,
Er nimmt wieder welche gefangen von mir. Und packt ein hier rein. Ich packe meinen hier hin. Werfe diese Karte ab. Rücke auf. Und gucke, was ich kriege. Tugend. Und 3 Geld. Konstantin bezahlt 2 Geld. Packt einen in die Werkstatt. Entfernt D. Schieben wir alle hin und decken wieder ein. Wir haben hier einen Arbeiter, also einen Zukunftsplan da drauflegen. Ich gehe hier hin, ein Holz. Er schmeißt wieder was rein und sackt ihn wieder ein. Ich packe ihn hier hin. 2 Gold dahin, 2 Gold dahin. Und nehme mir den Händler. Ah, ich hatte hier was gemacht. Also kriege ich über meinen Arbeiter noch 2 Geld. Ganz vergessen. Aufgeschoben. Sepp, Sepp. Sepp. Er ist dran. Königliches Lager. 2 Tugend nach oben. 1, 2. Ich packe ihn jetzt auch hier hin. Bezahle 2. Und kriege so ein. Er bezahlt wieder ein und mobst die 2 meisten. Toll. Richtig gut gemischt. Dann platziere ich den hier. Spiele diese Karte aus. Lehm. Ach, kann ich gar nicht. Platziere ich hier hin. Ein Stein. Er ist dran. Wachhaus. Er befreit seine eigenen, hat er nicht. Er packt die alle hier rein, kriegt dafür eine Belohnung. Ich packe meinen hier hin, hol die wieder raus. Konstantin, königliches Lager, 1, 2, 3. Dann stelle ich jetzt ihn hier hin, baue das Ding, 3 und 1, sofort eine Tugend hoch. Jetzt kann ich nicht mehr in den Schwarzmarkt. Dann ist Konstantin dran, Zunfthalle, er rückt einen hoch, geht nicht mehr. Wirft einen ab und nimmt sich den Dreier und verziert wieder was. Der ist ziemlich heftig, der Typ jetzt. Dann bin ich, pack ihn hier hin, 3 von denen. Konstantin, Schwarzmarkt. Platziert ihn zuerst hier hin, verliert ein und kriegt 2 Marmor. Dann packe ich einen hier hin. Dann kommt die Karte weg. Seppe hier hoch und gib 4 Rohstoffe ab. Ziehe durch meinen Macker 2 Geld und eine Belohnung. 2 nach oben. Konstantin. Marktplatz. Mobst wieder meine Leute.
Dann bin ich. Ach so. Sorry, das Ding hätten wir noch ausführen müssen. Die beiden kommen weg. Alles wird hingeschoben und neue werden aufgedeckt. Ich platziere den hier oben drauf. Achso, eine neue Verzierung. Hole mir dieses Werkzeug und platziere es hier. Immer wenn ich seine Fähigkeit nutze, bekomme ich ein Holz. Und desto mehr Werkzeuge ich am Spielende habe, desto mehr Siegpunkte bekomme ich. Konstantin. Königliches Lager 3. Er würde hier, geht er hoch. Einmal Stein. Konstantin. Wachhaus. Packt die hier rein und bekommt dafür ein Marmor. So, ich Idiot. Das ist ja 3 und 4. Gut, dass ich noch aufgepasst habe. Ich packe den hier hin, nehme meine Leute wieder da. Schwarzmarkt. Er packt ihn in die Mitte. Wir legen hier wieder eins hin und das war's. Dann bin ich, nehme hier von 2. Konstantin. Oh, Mist. Da wollte ich eigentlich gerade hin. Alle Münzen weg. Er kriegt 2 abgezogen, kriegt dafür aber ein Marmor. Dann bin ich, platziere ihn hier, gebe 2 ab, kriege ein Marmor. Konstantin, Steueramt, platziert wieder ein, packt nichts hin. Verliert aber wieder 2 und bekommt ein Marmor. Ich bin dran, hier, bekomme 2 Karten. So, er mischt. Mal gucken, was jetzt so kommt. Werkstatt. Wird abgeworfen. Und 2 Zukunftssachen durch 2 Mitarbeiter kommt dahin. So, ich platziere das Ding hier. Werf die Karte ab. Gehe hier einen hoch. Weg. Und eine Tugend hoch und darf noch eine grüne Karte ziehen. So, Konstantin. Bekommt ein. Abgeräumt. Er verliert wieder ein, bekommt eine Schuldenkarte und es geht weiter. 4. Konstantin, toll. Er nimmt wieder die. Nee, der bleibt hier.
Nimm die zwei und die und packt eins hier rein. Geh hier hin, krieg zwei. So, ich habe ja schon viel zu viel davon. Ach hier, ich habe das gebaut, ganz vergessen, zwei Geld und das Werkzeug wird aktiviert, das. Jetzt packe ich den hier hin. Gebe zwei ab, bekomme einen Marmor, gebe ich nochmal welche ab, gebe mal noch zwei ab und bekomme noch einen Marmor. Konstantin, 3, 1, 2, 3. So, ich muss auffüllen, ganz vergessen. Konstantin ist dran. Ein Geld. Und er nimmt wieder die Gefangenen. Mir gehen langsam echt die Typen aus. Der hat alle. So, ich packe meinen hier hin. Dann baue ich. Drei und eins, kriege sofort eine Tugend und jeder Spieler kriegt drei Geld. Eins, zwei, drei. Er bekommt ja kein Geld. Dann wird der Markt resettet. Es wird wieder geguckt, hat jemand drei oder mehr? Ja, er verliert. Der die meisten hat, bekommt wieder einen Schuldschein. So, Konstantin. Steueramt. Alle Münzen weg. 1, 2. Und er bekommt ein Marmor. So, was habe ich denn? Geld habe ich ohne Ende. Ach ja, hier wird die 1 immer aufgedeckt. Ich platziere hier ein, bezahle 5 Geld, 2 ins Amt, 3 hier hin und mache jetzt das hier, eine Verzierung. Suche mir das Ding aus, verziere den jetzt hier mit 3 Siegpunkten. Und darf mir sofort 3 neue Karten. Konstantin ist dran. Ins Wachhaus. Er holt seine zurück. Dann packt er meine hier rein. Bekommt wieder eine Belohnung. Ich habe keine gefangen. Und 3 Marker da rein, zerreißt ein und kriegt eine Tugend. Ich brauche auf jeden Fall ich nehme den hier, 2 2, pack den hier hin. Das Schöne ist, jetzt sieht man hier, ich darf nur 6 Handkarten haben von den Grünen und 5 Handwerker. Aber da habe ich ja noch erst 3. Das wird hingeschoben. Sepp. Dann ist er dran. Zumpftaler,
passiert nichts. Zum Glück. Ich packe einen hier hin. Hole mir alle zurück. Schwarzmarkt. Einen runter. Zwei Belohnungen. Man hat der viel. Ich brauche noch Holz und ich brauche noch Stein ohne Ende. Hier hin. Zwei Stück. Wachhaus. Macht er nicht, macht er nicht, macht er nicht, aber 1, 2, 3, zerreißt den hier und steigt einen auf. Steinbruch. Er hat keine Arbeiter mehr, also werden die gemischt. Und alle seine Arbeiter kommen zurück. Außer von hier und vom Schwarzmarkt. Gut, dann bin ich hierhin, zwei Steine. Werkstatt. Zwei Geld hier rein. Er kommt weg. Und was Neues dahin. Dann bin ich. Ich muss noch einen hier platzieren. Drei. Eins, zwei, drei. Konstantin. Marktplatz und er klaut mir wieder die. Pack noch ein Geld hier rein. Dann bin ich. Ich platziere einen hier. Baue das Haus. Drei, fünf, eins. Ich kann sofort wen gefangen nehmen. Nimm den hier gefangen. Gut, er ist wieder dran. Einer hier hin, ein hoch. Ich muss wieder von vorne anfangen. Am besten gehe ich nochmal hier hin. Kriege ein. Dann ist er dran. Marktplatz. Und mobst mir wieder meine. Fantastisch. Ich packe einen hier hin. Kriege wieder was. Er ist dran. Steueramt, das ganze gute Geld, weg. Er verliert wieder zwei, bekommt aber ein Marmor. Zwei. Zwei da hoch, so. Kriege 3. Eins, zwei, drei. Er ist dran. Achso, fürs. Ja. Er klaut wieder. Nimmt die dahin.
packe ich den hier hin, gebe das Ding hier ab. Drei, vier, fünf plus drei macht acht. Seppe hoch, bekomme eine Karte, bekomme zwei Geld und ein Hotz. Und jetzt ziehe ich die Karte noch. Tugend, Buck, bin Max und zwei Stein. Er wird zurückgesetzt. Er kommt hierhin. Er hat am meisten, bekommt also einen Schuldschein. Und er wird hier rübergesetzt. Dann ist er dran. Zwei runter, einmal leer machen und wieder eine Belohnung. Ich brauche noch irgendwo ein Geld. Muss ich ja fast hier hingehen, zwei Geld nehmen. Dann kommt er. Er packt einen in die Zunfthalle. Dann packe ich meinen hier hin, bezahle 5 Geld, 2 rein, 3 rein und rette alle. Er ist dran, hier hin, einen runter und wieder 2 Marmor. Ich brauche Holz, 2 Stück. Erst dran, Wachhaus, holt seinen wieder zurück, holt seinen wieder zurück, zahlt 3 Geld. Und macht den Schuldschein weg und geht wieder ein hoch. Ach. Er nimmt ihn. So viele Leute hat er gar nicht. Also geht der hier. Den setzen wir wieder zurück. Und meinen einen bekommt er auch nicht. Also geht das ganze Geld auch wieder zurück. So. Dann bin ich dran. Ein Stein. Eins, zwei, drei. Packe ich hier hin. Zwei Stein. So. Er ist wieder dran. Zunfthalle. Sepp hoch. Keine Belohnungskarten mehr da. Passt auch. So, damit bin ich jetzt noch einmal dran und er noch einmal dran. Dann ist das Spiel vorbei. Dann packe ich ihn hier. Baue das Ding. Vier. Und nochmal 4. So. Er ist dran. Schwarzmarkt. Er positioniert sein Männchen hier. Packt noch einen hierzu, was eigentlich egal ist. So. Jetzt kommen wir zur Auswertung. Ach ja, übrigens, hier hätte man noch einen dazu packen müssen. So. Bei der einen Karte habe ich vergessen, da muss er einen hochrücken. Und er nimmt eine Verzierung. So,
selbstverständlich die mit den meisten Punkten. Und nochmal nachgucken, er hat hier 5 liegen, also muss er auch eigentlich 5-4 liegen haben. Das habe ich gerade die ganze Zeit versäumt. Geben wir ihm den Zweier und geben ihm noch einen Zweier. So. Jetzt kommen wir zur Auswertung. Ich bin schon wirklich gespannt. So, die Karte kann ich wegklöppeln. Die ist erstmal egal. Geld kann ich auch wegpacken. Ist auch egal. Rohstoff auch. Gut, dann kommen wir zu meinen Siegpunkten. Gut. Über Gebäude. 4, 4, 8, 17, 24. Konstantin hat über Gebäude nichts. Hier, 12. Bin ich schon bei 36. Da hat er 4. Ist er bei 4. Tugendpunkte. 7, bin ich bei 43, er 2, ist er bei 6. Schwarze Karten, ich habe nichts, er hat noch eine, also minus 2, ist er bei 4. Ich habe einen Pluspunkt, also 44, und er ist bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Siegpunkte. Also ist bei 19. Geld, nichts Zusätzliches. Er auch nicht. Hat jemand noch was drin? Nein. Also 44, 19. Verzierung 3. Verzierung 6, 10, 13. Ist er bei 32. Ein Werkzeug gleich 1. 48. Siegpunkte. Jetzt gucken wir bei ihm noch. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dazu. Damit ist er bei 37 und ich bin dann bei 48. Die schwere Variante, hätte er 10 Siegpunkte mehr, dann wäre es 48 zu 47. Beim nächsten Mal gibt es mal die schwere Variante. Sorry für die 2-3 Fehler da, aber so ist das halt beim ersten Spiel. Man muss halt immer wieder reinkriegen, dass man diese Karten für ihn ziehen muss, sobald er in der Zunfthalle einen platziert. So, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der Zukunft